Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Clash of Clans mit mir, dem Dancer. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch zeigen, wie zwei Dörfer mit Gohok geplättet wurden und basierend auf der Strategie, auf dem Tutorial, das ich euch schon gegeben habe letztens, möchte ich euch hier nochmal zeigen, wie wichtig es tatsächlich ist, dass man die Heilzauber richtig setzt, dass man Giftzauber zum Beispiel auch mit dabei hat, dass man nicht unbedingt Erdbeben nehmen muss, sondern dass man auch Jumpzauber mitnehmen kann, dass man variieren kann mit der Hogrider-Zahl. Wir sehen hier unten, der hat zwei Golems und hat noch einen Golem in der Clanburg, hat nur 22 Schweinereiter mit, nicht ganz so viele wie in dem Tutorial. Und dass diese Base hier es tatsächlich richtig in sich hat und sehr schwer ist. Ich zeige nochmal ganz kurz so diese Base im Großformat. Ihr seht ja gleich auch während des Angriffs, wo die Pfeilen sind. Ich kann euch eigentlich nur sehr empfehlen, diese Base auch zu übernehmen. Das ist zwar keine Anti-3-Sterne-Base, beziehungsweise keine direkte, weil das Rathaus steht ziemlich weit in der Mitte. Dadurch, dass aber der König und die Queen und die Clanburg und viele einzelne Abteile sind, ist das wirklich eine sehr gute Base, die schwer zu plätten ist. So, als erstes lassen wir den Angriff einmal in Hochgeschwindigkeit ablaufen, wie wir das so gewohnt sind. Und sehen hier schon, dass da am Anfang wieder die Golems reingehen auf der Queen-Seite. Da unten kommen die Hogrider, Heilzauber werden gesetzt, die Death wird geclaint. Die Queen ist hinten noch weiter am Leben. Die Magier sind in der Mitte, Golems sind in der Mitte. Und gleich ist die ganze Death platt. Das Ganze zögert sich hier noch ein bisschen hinaus. Ihr seht schon, noch eine Minute auf dem Schirm, es ist also relativ knapp geworden. War auch ein bisschen mit Glück dabei und vor allem aber auch Können, was das Zünden der Queen anging. Im letzten Tutorial von mir, dem Valkyren-Tutorial gegenüber Rathaus 9, da bin ich auch schon darauf eingegangen, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man die Queen im richtigen Augenblick zündet. Das Ganze war hier wieder der Fall. Also wichtig zu merken, für 3 Sterne seid sorgsam mit dem Zünden von eurer Queen und mit dem Setzen von Zaubern. So, also jetzt geht's los in normaler Geschwindigkeit. Als erstes wird hier endlich mal so, wie man sich das wünscht, ein vernünftiger Gang gebaut. Er setzt hier die 3 Golems, er setzt sie verteilt, nicht alle auf einen Fleck. Er setzt Magier dahinter als erstes links und rechts, nicht ganz so, wie es sollte. Und danach die Mauerbrecher. Das ist im Grunde die perfekte Reihenfolge. Ihr setzt die Golems, dann die Magier und danach die Mauerbrecher, sodass dann schon die Außengebäude gecleant sind, wenn die Golems reinrennen. So, jetzt ist hier ein kleines Missgeschick passiert. Ihr seht schon, die Mauer ist nicht aufgegangen und die Golems rennen da rein. Das Ganze ist aber nicht weiter schlimm, weil er hat King und Queen da jetzt hinter und hat oben und unten aufgesprengt, also quasi den Gang hat er gesprengt. Und dadurch ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass hier gerade die Queen, die Helden und die Golems reinlaufen. Hat den Jump-Zauber rechtzeitig gesetzt. Ein ganz großer Fehler, den viele machen, ist, die warten zu lange mit dem Jump-Zauber. Du weißt, der Jump-Zauber, der hält auf Level 2 40 Sekunden. Das heißt, du kannst den ruhig schon frühzeitig setzen. Die Golems sollen da ja nur rüber reinspringen zusammen mit dem Trupp. Und ganz wichtige Sache hier, der hatte Hexen und viel Kleinscheiß in der Clanburg. Seid nicht zu sparsam mit eurem Giftzauber, setzt ihn dann auch ein, sodass da dementsprechend die Clanburg kaputt geht. Den zweiten Giftzauber hatte ich auch bewahrt für die Schweine. So, jetzt seht ihr, das Ganze ging gerade ein bisschen flott. Brauchen wir aber nicht zurückspulen, denn das, was er gemacht hat, ist, der King und die Queen sind jetzt gerade hier am Reingehen. Die Clanburg-Truppen und die gegnerische Queen ist ja auch noch am Leben, seht ihr noch. Aber die sind abgelenkt. Und solange die abgelenkt sind, solltet ihr jetzt schon mit der Attacke starten. Denn jetzt haben noch zum Beispiel der große Golem hier. Und der Golem, der zerploppt ist da unten. Die haben noch Leben und können hier die X-Bögen hier, seht ihr schon, die feuern noch, die sind abgelenkt. Und während die abgelenkt sind, jetzt kommen die Schweinereiter hier rein. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass die X-Bögen abgelenkt sind. Und ansonsten würden die auch die Schweine mit abschießen. Zusammen mit dem anderen Damage von der Death würden die dann sehr schnell kaputt gehen. Hier kommt eine Riesenbombe und er setzt den Heilzauber dort, wo die Schweine reinrennen. Also, wusste nicht genau, dass da eine Riesenbombe ist. Er weiß aber, dass da oben unterm Tesla eine ist. Hat dementsprechend zur Sicherheit da den Heilzauber hingesetzt, sodass die Schweine in den Heilzauber reinrennen und die Riesenbombe heilen. So, hier oben läuft es optimal. Die Queen ist hinterm Golem. Der Golem tankt den X-Bogen. Die Queen ist besiegt worden, hat parallel den Death-Dings gezündet. Und ihr seht schon, die Schweinereiter rennen zu der Death hier rechts hin und er hat den Heilzauber dorthin gesetzt, wo die Death im rennen. Und genau das ist das, was ich euch probiere immer zu erklären, was ich dir mitteilen möchte, ist, dass du den Giftzauber dorthin setzt, wo die Schweine hinrennen.
Jetzt seht ihr hier, sind viele kleine Skelette. Da muss er den letzten Heilzauber mit einsetzen zur Sicherheit. Er hätte noch warten können. Also er hätte wirklich noch warten können und den Giftzauber ein Stück weiter nach unten setzen können. Das heißt, dass die Schweinereiter erst die Kanone da oben clean. Dann hätte er vielleicht jetzt quasi hier in diesem Bereich, in diesem Feld hier, in diesem runden Feld darunter, hätte er dann wahrscheinlich den Heilzauber gehabt und hätte mehr Schweine noch am Leben gehabt für den Cleaner. Ansonsten ist alles optimal gelaufen. Und ja, die Base ist sehr stark zu besiegen, weil der König hier unten ist. Und ihr seht schon, der König, der macht die ganzen Schweine hier kalt. Dadurch war es schon eine sehr, sehr knappe Angelegenheit, diese Base überhaupt zu plätten. Jetzt eine ganz wichtige Sache, die hier gleich noch passiert. Die Queen, ich spule das Ganze mal kurz vor. Der König cleant hier noch die Magier weg. Seht ihr, die Magier sind abgelenkt von dem Gebäude. Es sieht sehr, sehr düster aus für den Angriff. Es sieht also eher nach 2 Sternen aus, aber er wartet mit der Queen, bis die Queen zum König kommt und setzt den Face in dem Moment ein, wo der King auf die Queen gehen möchte. Und das war der entscheidende Augenblick. Da wird der König gekillt. Er hat die extra Bogenschützen, die hier mit aufgeploppt sind, als die Queen gezündet wurde. Und hat hier unten noch 2 Magier, die cleanen. Also ihr seht schon, diese Magier, die im Nachhinein cleanen, die hat er auch kurz aufbewahrt. Die hat er nicht direkt am Anfang gesetzt. Und hat sie dann am Ende hinter die Schweine gesetzt. Ja, das ist im Grunde nochmal wieder eine kurze Zusammenfassung, wie es bei so einem 3-Sterne-Angriff laufen sollte, was wichtig ist. Und ich hoffe, dass du damit auch Erfolg hast und dass du siehst, wie diese Taktik funktioniert. Und ja, dass es zwar nicht leicht ist, damit 3 Sterne zu kriegen, aber wenn man auf diese Details achtet, das auf Dauer zum Erfolg führt. Schaut euch gerne auch meine anderen Videos an. Ich habe noch ein sehr ausgiebiges Guhawk-Tutorial für die Rathaus 9er. Ich habe auch ein sehr ausgiebiges Walküren-Tutorial für Rathaus 9er, aber auch für Rathaus 10er. Und ja, ich habe zwar keine Rathaus 9er Basen, aber wenn ihr euch da was suchen wollt, ihr könnt zum Beispiel einfach auch diese Basen kopieren, die ich euch jetzt in dem Angriff gezeigt habe. Ihr seht schon, dieser Krieg hier ist zu Ende. Wir haben den 40 zu 33 gewonnen. Das war eine sehr knappe Sache. Und ja, als nächstes werde ich euch wahrscheinlich mal zeigen, was besser ist, und zwar ob Erdbeben oder Jump-Zauber wichtiger sind. Und was der Vor- und der Nachteil von diesen beiden Zaubern ist und das Ganze anhand eines Videos erklärt. Aber bevor ich es vergesse, ich möchte euch ja noch ein zweites Video zeigen. Und zwar, wo ist es? Von dem Jan. Der Jan hat auch 3 Sterne gemacht, hat ebenfalls die bewährte Gurkattacke genommen. Ihr seht schon, im Grunde fast dieselben Truppenaufstellungen, mit dem einzigen Unterschied, dass er 2 Heilzauber und einen Wutzauber hat. Und nur 3 Mauerbrecher, irgendwie davon vielleicht einen Magier mehr. Das Ganze hier ist auch wieder so eine quasi Anti-3-Sterne-Base, denn man könnte sagen, ja, die X-Bögen stehen hier tatsächlich hinterm Rathaus, je nachdem von wo man angreift. Das Ganze lassen wir in mal 2 ablaufen, damit es nicht zu lange dauert. Aber ihr seht hier, dass der Grundzug ähnlich ist. Er geht hier beim King rein, in der Hoffnung, dass er in der Mitte bis zu Queen kommt. Da kommt viel Kleinmist aus der Klamauk, setzt den Wutzauber, um seinen Shatter-Angriff am Anfang zu stärken. Und sein Ziel ist natürlich jetzt, wo die Queen abgelenkt ist und die Klamauk, und da auch noch Skelette aufploppen. Ganz wichtiger Hinweis: In dem Moment setzt er die Schweine. Und das ist ganz wichtig. Und er verteilt sich hier auf die Death. Das heißt, ihr dürft nicht zu lange zögern. Jetzt ist da noch ein Golem und ihr seht schon hier, die X-Bögen sind noch abgelenkt. Und genau das ist es, was es ausmacht. Wenn die X-Bögen nicht mehr abgelenkt sind, schießen die eure Schweine auf den Boden. Ihr seht schon, da oben ist der Golem, der X-Bogen jetzt nicht mehr abgelenkt gewesen und hier unten auch nicht mehr. Und da wurde es dann plötzlich schon knapp. Er setzt hier die Heilzauber richtig präventiv dorthin, wo die Schweine rennen. Hat sie auch nicht zu spät eingesetzt, was wiederum wichtig ist, dass noch genug Schweine am Leben sind, und hat hier dann am Ende Glück, dass seine Queen da oben überlebt hat. Und er hat einen Fehler gemacht, das seht ihr jetzt in dem Moment. Er hat die Klamauk vergessen, am Anfang mitzusetzen, was aber nicht so schlimm war, denn dadurch, dass er die Klamauk genau an der richtigen Stelle da oben gesetzt hat, hat der Riese noch eine Menge Schaden weggetankt. Und ja, das Ganze hat dann dazu geführt, dass hier die Walküren zusammen mit der Queen super Cleanup hingelegt haben, da die Walküren hier so super schnell genug sind. Oh, ist die Queen da oben gestorben, aber die Walküren zusammen mit dem Magier da den Rest. Die Walküren quasi als Tanks. Die Magier dahinter, den zweiten Wut, den Zauber, glaube ich, hat er gar nicht gebraucht. Ja, das war's dann von mir aus. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wenn ihr noch,
mehr interessiert seid an solchen Tutorials, schaut gerne auf meinem Kanal vorbei und schaut euch die anderen Tutorials an für 3 Sterne. Ja, und bis dahin sage ich bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Clash of Clans beim Dancer. Dankeschön, ciao, ciao.